Moin, ihr kleinen Zaubermäuse. Ich bin dieser eine Kevin und ihr seid hier richtig beim Club 100 im legendären Pier 2. Und was soll ich sagen? Ihr würdet das Ganze jetzt sowieso nicht sehen, wenn ihr nicht eh schon Tickets für diese Hitkapelle gelöst hättet. Dementsprechend einfach direkt der Kameraschwenk rüber zu Testo und Grimm 104 von der Hitkapelle zugezogen maskulin. Moin. Hallo, auch von mir. Liebe Grüße an alle Zaubermäuse. Hi. Schön, dass ihr hier seid. Wie ist der Weg denn hier rüber für euch? Wie seid ihr gut durchgekommen? Seid ihr gut angereist? Seid ihr wach? Ja, mega gut durchgekommen. Also wirklich, keine Ahnung, problemlos. In den Bus gestiegen, Augen zu, Augen auf, da. Also keine Ahnung, kein Stau und nix. Ja, kann mich nicht beklagen. Also ist auch der Sonntagsverkehr. War der denn schon mal hier in der Location? Ja, mit Feine Sahne Fischfilet als Vorgruppe von Feine Sahne Fischfilet. Und ich habe hier, glaube ich, mal die Hives gesehen vor 10.000 Jahren. Warum hast du die in Bremen gesehen? Weil ich ja aus Norddeutschland komme und Bremen so die zweitnächstgrößte Stadt ist, war. Und war ich mal hier. Habt ihr denn sonst darüber hinaus, dass ihr hier mal als Vorband gespielt habt, irgendwelche Verbindungen zu Bremen? Ich habe in den Sommerferien Gras im Viertel gekauft und an der Weser und am Hauptbahnhof von so Skateboardern. Und ich war bei Thomas I. und Go Bang. Wow. Das sind so die Bremen. Also ja, wie gesagt, ich komme aus der Nähe. Und als es noch Schülerferientickets gab oder ich die noch benötigt habe, bin ich ab und zu hier hingefahren. Ja, habe ich auch schon bei Beri erzählt. Die gute alte Beri, liebe Grüße an dieser Stelle. Die ist auch irgendwann tatsächlich nach Berlin gezogen. Und ich weiß nicht, seid ihr euch da nochmal irgendwann über den Weg gelaufen? Nee, ich weiß nur, dass ich diese Geschichte da in einem Interview schon mal erzählt habe. Aber ist verrückt, dass ihr euch an solche Interviews noch erinnert. Ja. Das muss ja auch schon jetzt, wie viele Jahre her sein? 5, 6? Ja, Mile of Style war das, ne? Ja. Ach stimmt, war das Aurich mal noch Style? Nee, das hier im Aladdin in Bremen. Ja, ja. Das ist leider letzte dann auch. Ja, kann gut sein. Habt ihr eure Gage noch ausgezahlt gekriegt? Ja, soweit ich weiß. Aber später auf jeden Fall, also ich will jetzt auch nicht, wir haben es noch gekriegt, aber ja, das stimmt, irgendwas war da. Ich hatte es nämlich im Vorfeld mitgekriegt, weil Said deswegen gar nicht erst aus Berlin angereist ist, weil die ihm kurz bevor er losgefahren ist dann geschrieben haben, Ticketverkäufe schwierig, wir wissen nicht. Und dann war er dann. Da war auch Kollege und so weiter und so fort. Oder? Ja, das war ein interessantes Line-Up. 257ers, Ratar, kann ich mich noch erinnern. Ryman Simon war Orgi, 69. Ja. Das war ziemlich wild. Aber also für mich war es ein großer Spaß, die beiden Hallen nebeneinander und dann immer links, rechts, hin und her. Du warst als Gast dann, oder was? Ich war als Gast da, ja. Und hab mir da, also gerade die Ryman Simon und die Säcke-Nummer, das war ja so das einzige Konzert, was irgendwie in erreichbarer Nähe war. Und ich habe Simon noch nie live gesehen. Mhm. Und da war ich halt so, das war so ein 13-jähriger Kevin-Moment, einfach dann den nochmal zu sehen. Und sind auch alt geworden, würde ich sagen. Aber war ein großes Konzert, war ein großer Spaß das Wochenende. Ich hoffe für euch auch. Kein Kommentar. Ja. Da sind Sachen vorgefallen, polizeiliche Ermittlungen und so weiter, kann man noch nicht drüber reden. Läuft bis heute. Ja. Polizeiliche Ermittlungen, da wollte ich später eigentlich drauf kommen, aber wie ist das mit den Rechteinhabern der Mickey Maus? Ist das mittlerweile. Können wir uns nicht zu äußern. Ja. Es ist ein schwebendes Verfahren. Großer Abfuck gewesen. Ja. Ich kann nichts in der Öffentlichkeit dazu sagen. Allein, dass du das jetzt gesagt hast, wahrscheinlich nochmal. Strafen. Ja. Labelstrafen. Ja. Okay, ihr macht ja auch einen Podcast. Also ihr habt ja das 10 Jahre Abfuck-Album auch beglitten mit einem Podcast, wo ihr so die ganzen Jahre eurer Karriere dann Revue habt passieren lassen. Und jetzt vor kurzem habt ihr zusammen mit dem Diffus-Magazin angefangen, einen neuen Poddy zu machen. Warum jetzt ein Poddy? Also einmal ganz unromantisch ist es ja so, dass es, du hast vielleicht davon gehört, Worldwide Pandemic gibt und dass wir nicht so viel auftreten konnten und so weiter und einfach Bock hatten, irgendwas zu machen. Dann eben auch die Idee, lass doch das irgendwie weitermachen, das hat irgendwie Spaß gemacht. Wir hatten ja den 10 Jahre Abfuck-Podcast schon so beendet auch mit dem Gedanken, irgendwie war es dann doch cool und lass mal irgendwie ein Konzept überlegen. Und sind dann letztendlich bei diesem Zum Dorfkrug-Konzept gelandet. Also wir laden Gäste, Interviewgäste ein und reden mit ihnen über ihre Kindheit und Jugend in der deutschen Provinz, um so einen ehrlichen Blick mal dahin zu werfen. Und keine Ahnung, ich find's mega. Macht voll Bock und coole Gäste, coole Folgen. Und ich könnte das mein Leben lang weitermachen. Und warum gerade diese Fokussierung auf diese deutsche Provinz-Aufwachszeit? Ich glaube, weil das ein Thema ist, das erstmal uns beide irgendwie auch ein Stück weit verbindet. Und weil es auch einfach interessant ist. Also ich finde es interessant, wie Leute aufwachsen und wie sie zu dem werden, wer sie dann mit 20, 30, 40, 50 sind. Und da ist ja das eigene Aufwachsen immer dann doch
ziemlich elementar. Und dann gibt es natürlich auch so, ja, biografische Brüche, weiß das ich, wenn jemand in Bautzen lebt und dann aber später irgendwie ein großer deutscher Rapstar wird, das einfach, finde ich einfach spannend irgendwie. Ja, genau. Das ist auch so unerzählt. Also ich weiß nicht, wie viele hunderttausende Podcasts es mittlerweile gibt, aber diese Geschichten gibt's einfach in der Form noch nicht so. Und allgemein so die deutsche Provinz, also man weiß ja viel über Berlin, Hamburg und ja, von mir aus auch noch Bremen, Ruhrgebiet, Köln und so weiter. Aber ja, wie ist es denn wirklich in der kleinen Mittel- oder Stadt aufzuwachsen oder im Dorf? Das ist irgendwie, das ist irgendwie noch so terra incognita, habe ich das Gefühl, so in der Mainstream-Wahrnehmung und in der Erzählung. Und es ist absolut eigentlich mega spannend. So. Das ist halt das Ding. Ich fand halt das Spannende, dass ihr dieses Brennglas halt genau dahin haltet, weil wir Städter ja immer großkotzig daherkommen und da Dinge reinprojizieren und halt immer sagen so, hey, sind eh die ganze Zeit besoffen oder sind eh alles Nazis und ja, auf dem Dorf, da ist dieses, das und jenes und haben noch nie einen Ausländer gesehen, aber trotzdem immer AfD wählen und so. Deswegen finde ich das super spannend, dass ihr euch damit auseinandersetzt. Was ich mich aber gefragt habe, ihr seid ja irgendwo auch mal sowas Ähnliches wie Rap-Journalisten oder Journalisten im Weiteren gewesen. Wie eure Herangehensweise an dieses Podcast-Thema ist? Also ich finde es einfach, ich mag auch einfach, das merke ich auch immer noch, ich finde ja so, weiß ich nicht, also ich bin jetzt nicht der große Nardwuar-Mega-Fan, aber ich mag schon, wenn Leute so, also ich mag das, wenn es gut recherchiert ist irgendwie und ich hasse das ja auch selber in Interviews, wenn ich so merke, oh, das ist jetzt so ein Gugu-Kaga-Interview irgendwie, wo ich so weiß, okay, das ist gerade nicht so relevant für die Person, ist ja auch in Ordnung, aber wenn man dann schon jemanden einlädt irgendwie, dann finde ich schon, ja, mir macht es einfach Spaß, Google mal richtig glühen zu lassen irgendwie und Sachen vielleicht zu entdecken oder ja, nochmal so raus und eben auch so diese ganzen Absurditäten irgendwie, die ja in so Kleinstädten, weißt du, also ich, dann ist das ein winziges Dorf, aber da kommt ein wahnsinnig berühmter Mensch noch her, das finde ich einfach interessant, das ist so meine Herangehensweise. Teilt ihr euch denn das irgendwie, die Recherchearbeit, oder legt einfach jeder für sich los? Ja, nee, wir sprechen uns vorher schon ab, wer so diese den Hauptteil macht. Also wir stellen ja auch immer den Ort einmal vor, um den es da geht. Aber ansonsten recherchieren wir auch nochmal jeder für sich und haben da auch unterschiedliche Interessen, dass es da irgendwie ganz rund wird und sich gut ergänzt. Und die Gastauswahl, ist das einfach so, ihr habt eh schon so viele Leute, die ihr kennengelernt habt im Kopf und wisst von denen, dass die aus Kleinstädten oder Dörfern kommen? Oder ist das dann auch so, diffus, hat auch noch Connections da und dahin, blablabla? Ja, das ist so eine Mischung. Und wir versuchen einfach Gäste einzuladen, für die wir uns selber auch interessieren. Oder wo wir denken, die können irgendwie eine gute Geschichte erzählen. Und ja, dass es irgendwie spannend ist. Ja. Wir haben es gerade schon mal kurz angegriffen, dass ihr euch auch mal in diesem Deutschrap-Journalistentum ausgetobt habt. Kriegt ihr noch so aktuelle Nummern irgendwie mit? Also was so im Szene-Talk, im Gossip irgendwie passiert? Seid ihr da? Habt ihr auch dieses Flair-Klo 144-Ding irgendwie mitgekriegt? Ja. Die Frage, wo ich drauf hinaus will, ist das ganze Meme-Kultur, Kunstfreiheit, Meinungsfreiheit-Ding. Gibt es da Unterschiede zwischen diesen einzelnen Teilbereichen? Und wenn ja, wo sind die Grenzen? Gibt es überhaupt Grenzen für diese Dinge aus eurer Sicht? Also, ich finde gerade dieser Bereich, da habe ich das Gefühl, da sind die Grenzen der Meinungsfreiheit also noch nicht so, also gerade wenn du jetzt dieses Flair-Ding ansprichst, die sind ja nicht wirklich erreicht irgendwie, sondern, ne, Gott, ich versuche das jetzt ohne einen sehr erfolgreichen Nummer-1-Hit einer befreundeten Band irgendwie eine Anspielung zu machen. Also da denke ich mir, dass Rapper auch teilweise einfach, also verstehe ich ja auch aus meiner Perspektive, ich bin auch bei ganz vielen Sachen sehr sensibel, aber da denke ich mir manchmal, ja krass, das ist auch einfach so Befindlichkeiten irgendwie. Und ich glaube, was so diesen Rap-Journalismus angeht, das kommt halt leider so teilweise so sehr aus einer Fanszene heraus. Ist ja auch in Ordnung, so funktioniert ja oft ein Musikjournalismus, dass halt Fans von Musik anfangen zu schreiben. Dass ich mir manchmal denke, das ist eigentlich noch zu freundlich irgendwie. Oder da werden dann manche Sachen immer noch so weggenickt, wenn der Künstler dann irgendwie sonst stimmt. So, da wird dann halt nicht hingeguckt. Ja, Punkt. Aber da gibt es auch noch eine andere Ebene. Also das ist ja jetzt auch kein Geheimnis mehr, dass gerade irgendwie so im deutschen Rap, dass Leute auch irgendwie verbandelt sind mit irgendwelchen Leuten, die sie da beschützen. Irgendwelche, keine Ahnung, kriminellen Vereinigungen unter Umständen. Oder, ja, weiß ich nicht, teilweise ja auch, ja,
ja, eben, also irgendwie Leute, mit denen man sich, mit denen sich auch, glaube ich, Journalisten oft nicht anlegen wollen und können. Und wo die auch wissen, ja, wenn ich jetzt hier das zu stark kritisiere, dann kriege ich auch einfach Ärger und dann stehen irgendwelche Leute vor der Tür. Und ich glaube, ja, es ist einfach, das ist auch ein Job, der, wenn man den richtig machen will, dann kann man den nur mit Polizei auf Kurzwahl machen und dass man ab und zu mal Urlaub irgendwo dann doch in der deutschen Provinz nimmt. Und das ist eigentlich unerträglich. Das ist eigentlich scheiße. Und das ist schon länger so und ich glaube, ja, weiß nicht, da muss eigentlich mal was sich tun. Aber es sind ja auch nicht nur so, also es sind zum großen Teil auch diese Hintermänner-Geschichten. Also wenn man jetzt in einem Interview sagen würde, seht ihr, ich zum Beispiel würde es jetzt auch nicht tun. Hm. So, und vor allem, du würdest es nicht tun, obwohl es Sachen sind, die irgendwie... Genau, also wenn man sich halt einfach anguckt, 187 bemüht dann halt irgendwie schon noch den offiziellen Weg, in Anführungszeichen, und schmeißt mit Anzeigen um sich und macht damit halt Leute mundtot, weil die kleinen Redaktionen das im Zweifel nicht leisten können, obwohl sie auf der eigentlich rechtlich sicheren Seite stehen. Hm. Aber bevor das ausgefochten wird und dann jahrelang so ein Prozess, der zieht, angestoßen wird, so sagen sie, nee, wir nehmen den Artikel lieber runter. Hm. Und bei anderen ist halt so, ja, dann gibt es halt ein Foto von deiner Haustür. Ja. Die Strukturen sind einfach schon total verfestigt und ich befürchte, dass innerhalb der Rap-Szene, dass das nicht mehr leistbar ist, diese Strukturen aufzubrechen. Dass da eigentlich, keine Ahnung, also da muss dann irgendwelche, ich weiß gar nicht von welchem Medium, das ist RBB oder so, da muss dann erst eine Doku kommen, wo dann Leute das auch so klar benennen und so weiter und sich dadurch auch in Gefahr begeben. Und ja, weiß nicht, also ich schaue da, also ich... ja, ich schaue mit Schaudern darauf und will, glaube ich, mit Rap-Journalisten auch nicht tauschen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Seht ihr denn durch solche Dinge wie Kopfgelder, Hintermännergeschichten und so weiter und so fort, aber auch durch Upload-Filter zum Beispiel, die Meinungsfreiheit und auch die Kunstfreiheit bedroht? Hm. Boah, das ist dieses Upload-Filter-Thema, da bin ich überhaupt nicht drin, da habe ich gar keine Ahnung von. Ich bin da als Kulturschaffender dann immer so in so einer weirden Doppel- und Kulturkonsument, in so einer schrägen Doppelrolle irgendwie, dass ich mir auf der einen Seite denke, ja, ich finde es schon geil irgendwie, wenn so meine, wenn das, was ich produziere, irgendwie einen Schutz hat. Auf der anderen Seite, wenn ich ein geiles Sample nehmen möchte, dann bin ich so, die soll ich nicht so anstellen. Da bin ich so ein bisschen... Weiß ich nicht. Und was war das andere? Diese Kopfgelder, wie Flair das jetzt auf Klo ausgesetzt hat oder auch diese Hintermännergeschichten, wie das um die Meinungsfreiheit, gar nicht mal unbedingt auch auf Deutschrap bezogen, sondern schon noch einen kleinen Tacken größer, ob ihr das bedroht seht in diesem Land? Nee. Das ist ein Riesenthema, was, glaube ich, was man also... Ja, keine Ahnung, wo man ewig lang drüber reden könnte. Also auch jetzt bei KIZ war das ja auch oft Thema, ne? Und darf man so Witze noch machen und so weiter. Ja, ich bin eigentlich schon Freund von Meinungsfreiheit und da wurde ja auch für gestritten. Dafür sind Menschen auf die Straße gegangen und haben sich irgendwie verprügeln lassen oder noch Schlimmeres, irgendwie damit man irgendwie ein Staat mit Meinungsfreiheit ist. Aber es gibt auch Grenzen der Meinungsfreiheit. Also wenn die Meinung dann irgendwann so undemokratisch wird und so weiter, dann muss eine Demokratie auch wehrhaft sein und dagegen vorgehen. Und wo die Grenzen genau verlaufen, da müssen wir eigentlich konstant uns drüber unterhalten und das muss eigentlich konstant ausgehandelt werden. Und ja, ich finde die Debatte über Meinungsfreiheit wichtig und gut. Und ich finde, das ist ein wichtiges Grundrecht. Sicherlich seht ihr das dann bei der Kunstfreiheit, ist wahrscheinlich deckungsgleich, oder? Ja. Mhm. Was halt auch zur Kunstfreiheit gehört, ist so ein bisschen Kunstfiguren, hinter denen sich Rappern auch sehr gerne dann verstecken, wenn es irgendwie brenzlig wird. Also im Zweifel war es immer die Kunstfiguren. Auf gar keinen Fall, das will ich nie so sagen. Seht ihr eine Parallele zwischen Schauspiel und Rap, weil im Schauspiel immer ganz klar die Kunstfigur da ist? Mhm. Boah, das finde ich auch immer mega kompliziert. Also das war ja etwas, was immer ganz lange so gesagt wurde. Ja, es ist halt wie ein Film. Es ist aber dann doch nochmal auch was anderes. Also ein Film, weiß ich einfach, den kann ich dann... Also ich habe auch als junger Mensch irgendwelche Rapper, wo ich jetzt so denke, ja, okay, vielleicht finde ich jetzt einen Necro oder sowas nicht mehr ganz so geil.
Aber einen Film mit einem ähnlichen Inhalt konnte ich immer als was Abstrakteres irgendwie betrachten. Und das andere war dann schon immer, da spricht jetzt jemand zu mir so und sieht das so. Also deshalb finde ich dieses, ja, das hat jetzt aber nur meine Kunstfigur gesagt und so weiter und so fort. Das, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber da... Im Rap ist es ja so durchmischt auch, weil es ja gleichzeitig immer mit so einem Authentizitätsanspruch vorgetragen wird und weil man ja schon, ja, keine Ahnung, immer darauf bedacht ist, auch zu sagen, nee, ich bin das auch, was ich da rappe und ihr seid das nicht, ihr seid fake und ich bin real. Und ja, darum, ich denke, ja, vielleicht muss man sich für eins von beiden entscheiden, entweder zu sagen, ja, das ist halt Kunst, das ist Kunstfreiheit oder das soll echt sein. Mhm. Aber ja... Wir haben auch vorhin auf dem Weg hierher haben uns auch irgendwie darüber unterhalten und meinten, ja, so Kunstfigur-Kram, das funktioniert auch einfach gar nicht mehr. Das ist einfach gar nicht mehr zeitgeistig irgendwie. Die Leute wollen irgendwie so das Gefühl haben, was Authentisches zu genießen. Und selbst wenn ja, das auch nicht echt ist, aber zumindest den Anschein von Authentizität, also ja, zieht sich ja in Musikvideos, in so den Social Media Grind und so, was man zeigt, was man nicht zeigt. Das hat sich ja auch in den letzten 5 Jahren nochmal ordentlich verschoben irgendwie. Ja, guck mal, über so schlaue Sachen denken wir im Tourbus nach. King. Verstecken sich denn Moritz und Henrik manchmal hinter Testo und Grimm? Ich bin ja eh tatsächlich, also versuche ich diesen Moritz, einen Namen, den ich schon lange nicht mehr. Was ruft er in mir wach? Ein Geruch, ein Gefühl. Ja, das versuche ich schon auch außen vor zu lassen. Ich finde es eben auch legitim, ja, eine Kunstfigur zu haben irgendwie und zu sagen, das ist so das, was ich irgendwie in diesem öffentlichen Rahmen pflege. Es ist ja auch mein Beruf ein Stück weit und möchte dann so, wie ich privat bin, das muss ich nicht so ein. Also das lasse ich immer mal wieder einfließen, aber da ärgere ich mich eigentlich im Nachhinein drüber, dass ich das eine Zeit lang schon viel zu viel habe einfließen lassen und mir so denke, ah, das wollte ich euch allen gar nicht alles erzählen irgendwie. Ja, das ist bei mir gar nicht so. Also ich habe gar nicht so die Kunstfigur und ja, Testo, das ist irgendwie dann so ein Künstlername, aber eigentlich bin das schon ich, Hendrik. Also ich gebe jetzt auch nicht alles preis, da habe ich auch keinen Bock drauf, also das kann man ja selber entscheiden, aber ja, ich habe jetzt irgendwie keine Kunstfigur, die ich mir jetzt besonders überlegt hätte und ja, warte mal, was soll ich noch sagen? Ja, egal, ich bin jetzt abgelenkt. Glaubt ihr, als letzte Frage jetzt, weil ich schon zweimal das Zeichen gekriegt habe, jetzt, wir müssen langsam zum Ende kommen, ihr wollt ja auch gleich noch auf die Bühne. Glaubt ihr, dass euch solche Fragen gestellt werden, weil einem sonst in diesem Rap Kram, einem die Gesprächspartner fehlen, um über sowas zu sprechen? Nee, ich finde, man kann auch mit anderen Leuten, also du kannst ja mit jedem drüber sprechen, es ist ja jetzt nichts, also da hat ja jeder irgendwie irgendeine Meinung zu, es heißt ja nicht, dass er sie dir erzählen möchte oder muss oder so, aber ich finde jetzt zu sagen, ja, nee, mit dem möchte ich darüber nicht, also es ist ja interessanter, irgendwie mit den Leuten drüber zu sprechen, die jetzt hier gerade so in diesem Gespräch mal so gedroppt worden sind, muss ich nochmal drüber nachdenken, aber ja. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch. Schön, dass ihr hier wart. Euch gönnen die letzten Worte. Ja. Könnt ihr noch Tickets kaufen? Ja. Ja, dann macht das dann auch. Okay, recht herzlichen Dank. Zugezogen maskulin, Bike Club 100 hier im Pier 2. Genießt die Show. Dankeschön. Wir danken dir.